Moin Moin, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute, wie versprochen, ich hatte gestern eine Abstimmung gemacht, wer von euch mal Bock hätte, meine Einstellungen zu sehen, meine ganzen Settings. Und heute dazu das Video. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, kann ich leider nicht sagen. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange und ich kann dahinter noch ein Gameplay dran klatschen. Ansonsten kommt halt wie gewohnt Sonntag das Gameplay. Und falls ich noch ein Gameplay dahinter packe, wird jetzt nochmal ein Timestamp eingeblendet für die Leute, die die ganzen Settings nicht interessieren. Die können sofort weiterspulen, ist gar kein Problem. Und für alle, die interessiert, bleibt dran. Wir gehen jetzt einmal hier da durch. Nochmal ganz kurz meine Statistiken. Momentan, kurz vor Ende der Saison, haben wir auch mal fast Level 500 erreicht. Ein paar Siege gesammelt, meine KD, meine gesamten Kills, meine Kills diese Saison und so weiter und so fort. Also dann gehen wir mal hier in die Einstellung. Fangen ganz vorne an. So, Interaktionshinweise. Unter Gameplay, Kompakt, bla, Tastenhinweise ein. Warum auch immer ich das noch drin habe, das kann ich gar nicht sagen. Schadensfeedback, Schadenswerte, beide. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es irgendwann mal umgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was der Standard da drin war. Ich habe es umgestellt auf beide, fand ich irgendwie relativ angenehm. Ping-Transparenz, Standard. Nachrufe ein, Minikartendrehung aus. Ich weiß nicht, welche komischen Menschen mit Minikartendrehung spielen. Bringt mich. Ich habe es mal eingemacht für ein, zwei Games, einfach nur um zu gucken, was genau dann passiert. Obwohl der Name das halt schon ein bisschen sagt und das gar nicht so intelligent war von mir. Aber ich bin komplett orientierungslos, wenn sich auf einmal meine Minimap zur Blickrichtung ändert. Da weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich stehe. Hier, das haben wir alles ausgeschaltet. Schadensfeedback 3D ist, glaube ich, sogar Standard. Erlittener Schaden schließt das Todeskistenmenü. Das ist ein wichtiger Punkt. Für mich auf jeden Fall habe ich auf aus. Und zwar einfach aus dem Grund. Ihr kennt es, ihr seid mit einem Squad fertig, wollt gerade looten. Die Third Party ist quasi schon hinter euch, steht schon da. So, eure Rüstung ist kaputt, ansonsten noch nicht viel Schaden genommen. Ihr wollt nur in die Box euch die neue Rüstung nehmen, umdrehen und weiterkämpfen. Hat am Anfang des Games nicht funktioniert, weil wenn der Gegner, bevor ihr auf dieser Rüstung dann im Todesbox-Menü wart und die anklicken konntet, hat euch der Gegner vorher angeschossen. Wurdet ihr wieder aus dieser Box rausgeschmissen, hattet keine Rüstung. Viele Leute kennen es wahrscheinlich, es passiert mir auch zwischendurch und man springt nochmal eben in die Luft, der Gegner freut sich und man wird weggerotzt. Wenn dieser Punkt aus ist, bleibt man in der Box, bis man manuell aus der Todeskiste geht. Sprich, man hat noch die Zeit, selbst wenn man zwei, drei Kugeln kassiert, sich schnell die neue Rüstung zu nehmen und dann umzudrehen und mit voller Rüstung zu kämpfen und wird nicht mehr so einfach direkt weggelasert. Finde ich sehr wichtig, finde ich gut, dass Respawn das reingebracht hat und deswegen ist der Punkt bei mir aus. Streamer-Modus ist eh absoluter Müll in Apex, muss man ganz ehrlich sagen, deswegen aus. Farbenblind-Modus brauche ich nicht. Weitergabe von Nutzungsdaten deaktiviert. Hatte ich vor 2 Minuten noch aktiviert, habe ich aber jetzt deaktiviert. Ja, keine Ahnung. Farbenblindmodus brauche ich nicht. Untertitel habe ich ausgemacht, einfach nur, weil ich keine Lust habe, Riesenroman unten in meinem kompletten Bildschirm zu haben, wenn irgendeiner der Charaktere wieder was von sich gibt. Gerade wenn irgendwelche Voicelines gespammt werden, weil zwei Charaktere gleichzeitig angeschossen werden, finde ich einfach nur irritierend, deswegen auf aus. So, und jetzt kommen wir zu den Controller-Settings. Ich denke mal, das ist das, was die meisten Leute interessiert. Fangen wir ganz oben an, die Tastenbelegung. Tastenbelegung habe ich auf individuell. Ducken und Nahkampf habe ich einmal getauscht. Das liegt einfach nur daran, ich habe so mit den Shootern auf der Konsole angefangen. Es war MW3, glaube ich. Da konnte man auch wunderbar dropshotten. Und ich habe mir dann statt diesem Panic Knife, was man dann auf R3 hatte, habe ich mir meinen Ducken da drauf gepackt. Seitdem spiele ich Shooter so und deswegen habe ich das hier natürlich auch direkt gemacht. Interessanter wird es beim Zielen und beim Schießen. Die beiden Sachen habe ich mir auf L1 und R1 gelegt, statt auf L2 und R2. Dafür habe ich jetzt die Taktik und das Ping auf L2 und R2. Ganz einfach, L2 und R2, da kommt man hinterher in den Einstellungen noch dazu mit der Todeszone. Das bedeutet einfach, wenn ich richtig liege, es gibt einen gewissen Bereich, selbst wenn ich den, wie nennt man das, wenn ich den Trigger drücke, dass die Reaktion bzw. dass die Taste quasi noch nicht gedrückt wurde. Also es dauert einen Moment, bis da Feedback vom Controller kommt. Umgehe ich, indem ich das auf L1 und R1 packe. Das heißt, drücke ich die Taste, passiert auch direkt was und nicht wie beim Controller. Ich habe einen längeren Weg, bis man den durchgedrückt hat und was passiert. Ich kann sofort schießen und zielen. Außerdem habe ich mir zu diesem Game den Claw-Griff
angewöhnt und finde es halt so persönlich ein bisschen einfacher. Ich schieße halt, ich ziele halt mit meinem Zeigefinger auf L1, habe meinen Mittelfinger auf R1 und den Zeigefinger dann für die Knöpfe hier, Dreieck, Kreis, Viereck, X und so weiter und meinen Daumen auf den Sticks. Deswegen, ich habe die beiden Tasten gewählt. Finde ich persönlich einfacher und wie gesagt, man hat halt schnelleres Feedback beim Zielen und beim Schießen. Danach Stickbelegung Standard, Interagieren Taste antippen, Duckentaste halten und zielen, Duckentaste umschalten, Zieltaste halten. Muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Spielen werden wohl die meisten so spielen. Tote Zonen, L2, R2 Tasten, keine. War wie gesagt aus dem Grund, dass man direkt Feedback von den Tasten bekommen kann. Deswegen hatte ich das hier auf keine, da ich das jetzt umgestellt habe. Auf L1 und R1 ist der Punkt hier eigentlich überflüssig für mich, aber man kann halt nicht rausnehmen, deswegen bleibt er da. Interessant wird es jetzt nochmal bei der Menü-Cursor-Geschwindigkeit. Die gilt sowohl für das Hauptmenü als auch für das Menü, wenn man in der Todesbox ist. Und für alle diejenigen, die Apex seit Season 0, 1, 2, ich weiß nicht, wann das Feature hier reingebracht wurde, spielen, die wissen nochmal, wie lange es gedauert hat, von ganz oben bis nach ganz unten zu scrollen, nur um eine Batterie zu holen oder sowas. Wenn man genau weiß, wonach man sucht in der Todesbox und nicht stundenlang gucken muss, ist es halt angenehm, mit der Cursor-Geschwindigkeit einfach ein bisschen schneller durch die Box wursteln zu können und sich das rauszupicken, was man braucht, schnell wieder raus und weiter geht's. Wunderbar. So, Umsehenempfindlichkeit, Visierempfindlichkeit, also beim Zielen. 5-4 finde ich persönlich für mich perfekt. Ich hatte es mal auf 6-4 oder 6-5, ich weiß es nicht. Das war mir ein bisschen zu crazy. Ich habe auch schon ein Video von Leuten gesehen, die auf 6-6 spielen. Das ist noch viel verrückter. So bin ich absolut zufrieden damit. 5-4, perfekte Empfindlichkeit für mich. Optische Einstellung, ich weiß gar nicht. Die habe ich, glaube ich, an oder aus. Auf 5-4 habe ich auf aus. Aber ihr seht, ich hatte sie mal anders eingestellt. Ich denke mal, ich werde sie in der nächsten Saison nochmal anstellen und mal ein bisschen verfeinern hier. Ich hatte jetzt hier einfach klassisch 4-4, 3-4 und so weiter und so fort. Einfach mal was reingeklatscht, habe es aber danach wieder ausgemacht. Also 5-4 ist meine Empfindlichkeit. So, Reaktionskurve. Nochmal ein wichtiger Punkt für mich. Ich bin von klassisch auf linear gewechselt. Linear, im Gegensatz zu klassisch, ist linear einfach das, was du an dem Stick machst, passiert auch auf dem Bildschirm. Es hat gut ein, zwei Tage gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, weil ich im Schießstand damit geübt habe und am Anfang überhaupt nichts getroffen habe. Was aber ganz normal ist, weil bewege ich meinen Stick einfach einen Millimeter nach links, bewegt sich dementsprechend auch sofort mein Fadenkreuz und das hat halt echt einen Moment gedauert. Bei klassisch ist es so ein bisschen, sagen wir mal, nicht schwammiger, aber gemütlicher. Bei Linear ist einfach wirklich, machst du was, passiert was. Auf lange Sicht kann ich jedem nur ins Herz legen, das zumindest mal auszuprobieren. Wenn es gar nicht geht, dann wechselt natürlich. Mein Gott, was soll's, muss man sich nicht quälen. Aber probiert es mal aus. Ich finde es super angenehm und ich kann auf jeden Fall sagen, dass mein Aiming dadurch viel besser geworden ist. Gerade auf mittlere bis lange Distanz bin ich viel, viel präziser, weil ich halt die Möglichkeit jetzt auch habe, diese ganz kleinen Adjustments zu machen, wenn ich am Zielen bin, was ich vorher gefühlt bei dem klassischen nicht hatte. Also probiert es auf jeden Fall mal aus, mir hat es geholfen, vielleicht hilft es euch ja auch. Tote Zonen umsehen, bewegen, ja, klein, klein. Ich habe einen relativ nagelneuen Controller, ich habe kein Stick Drift, bei mir passiert überhaupt nichts, wenn ich den Stick nicht berühre, deswegen hier auf klein. So, falls ihr also einen älteren Controller habt und merkt, okay, ich habe Stick Drift, macht ruhig die Tote Zone ein bisschen höher. Oder versucht den Controller zu resetten, aber dafür gibt es andere Videos auf YouTube. Um sie mit invertieren, ich weiß nicht, welcher komische Mensch, wenn er nicht gerade mit Flugsimulatoren groß geworden ist, umsehen, invertieren auf invertiert hat, also eingeschaltet. Ja, also aus. Vibration auch auf aus. Mir geht es halt wirklich auf den Sack, wenn ich jetzt eine Granate abkriege oder so, dass meine ganze Hand vibriert. Oder ich weiß nicht, ob es beim Schießen auch schon war. Gefiel mir auf jeden Fall überhaupt nicht, habe ich sofort ausgestellt. Einfach nur, ich weiß nicht, ich habe persönlich ein ruhigeres Spielerlebnis, wenn das aus ist. Gehen wir weiter zur erweiterten Blicksteuerung. Ich weiß gar nicht, ob ich hier was gemacht habe. Aus, nein. Hat sich der Punkt auch erledigt. Gut, dann sind wir hier soweit durch. Einmal nochmal hier für euch. Sehr hoch, hoch und linear. Das sind so die drei Hauptaspekte zusammen mit dem Deathbox-Gedöns, die ich persönlich am wichtigsten finde. Gehen wir mal weiter zu Video. Videohelligkeit. Kann ich ja mal zeigen. Ich glaube, ich habe da, seitdem ich vom Fernseher auf Monitor geswitcht bin, nichts dran rumgeschraubt. Ich habe es relativ hell stehen, finde ich ganz angenehm. Das war es dazu. Sichtfeld auch nochmal sehr wichtig. Ich habe einige Kommentare gehabt, die mich gefragt haben: Jo, warum läuft dein Spiel
viel schneller als meins oder warum sieht das so aus, als würden deine Charaktere viel schneller laufen? Das ist einfach deswegen, weil ich ein Sichtfeld von 110 habe. Sprich, ich habe, wie der Name schon sagt, viel mehr auf dem Bildschirm. Wenn ich anfange zu sprinten, fangen die äußeren Ränder am Bild eher an, ein bisschen zu verschwimmen, was halt diese Illusion verschafft, dass ich schneller unterwegs bin als alle anderen. Ist aber dann halt nicht der Fall. Aber es bringt euch halt den Vorteil, dass ihr mehr seht, was um euch rum passiert. Gerade wenn ihr schon ziemlich eingespielt seid und viel Erfahrung damit habt oder generell einfach Erfahrung mit dem Game habt, finde ich, hilft das sehr viel weiter, wenn ihr dann nochmal so ein Action mehr mitbekommt, was um euch rum passiert, worauf ihr dann reagieren könnt. Ihr wisst sofort, okay, da steht jemand, ich muss mich jetzt, weiß ich nicht, ich muss mich hinter einem Stein verstecken, den ihr vielleicht nicht gesehen hättet, wenn ihr auf einem 70er Field of View gespielt hättet. Ja, also absoluter Vorteil, meiner Meinung nach. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil halt dementsprechend die Ziele auf dem Bildschirm kleiner sind als auf einem 70er oder 60er, 74er, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie tief es hier runtergeht. Field of View sind halt dementsprechend oh, 70 ist das niedrigste. Die Ziele sind halt dementsprechend ein bisschen kleiner und am Anfang könnte es dann vielleicht schwer fallen, irgendwas zu treffen. Aber meiner Meinung nach lohnt sich hier die Umstellung auf 100 bis 110 auf jeden Fall. Sprint, Sichtfeld zittern auf minimal. Jeder, der Apex spielt, ist eh quasi nur am Sprinten. Also habe ich das Ganze mal, soweit es geht. Man kann es leider nicht ganz ausschalten, also habe ich es minimiert. Gut, gehen wir zu den Audio-Settings. Gesamtlautstärke 100, Soundeffekt-Lautstärke 50, Dialog-Lautstärke 17. Man kann nur 5er Schritte machen. Ich wollte es eigentlich auf 15 machen. Das stört mich jetzt maximal und ich. Okay, ich habe einen in der Freundesliste, dem wird das jetzt, glaube ich, auch relativ groß stören. Jedenfalls hier Dialoglautstärke auf 17. Einfach nur damit mir, gerade wenn mehrere meiner Mates angeschossen werden und jeder ballert eine Voiceline raus, dass mir da nicht die Ohren wegfliegen und mich das komplett irritiert. Musiklautstärke und Lobby-Musiklautstärke dementsprechend auch auf die Hälfte. Einfach nur damit es ein bisschen angenehmer ist. Voice-Chat deaktivieren macht bei mir, da ich über die normale Playsee spiele, gar keinen Unterschied, ob ich es ein oder aus habe. Ich kann eh nicht dieses Voice-to-Speak oder Voice-to-Text, Text-to-Voice, wie auch immer. Einstellen geht nur bei der Pro, was am Rande bemerkt auch noch der Grund dafür ist, dass ihr noch kein HD-Gameplay gesehen habt. Aber wenn alles gut läuft und ich hier ein bisschen an meinen Einstellungen und an meinem Laptop, wenn er mich nicht im Stich lässt, rumbastel, dann sind bald auch HD-Gameplays am Start. Also freut euch schon mal darauf, aber ich will jetzt nicht zu viel Hoffnung aufbauen. Aber das wären soweit meine Settings. Wie gesagt, das Wichtigste meiner Meinung nach die Empfindlichkeit. Die Menü-Cursor-Geschwindigkeit kann auch nochmal ganz hilfreich sein. Meine Stickbelegung, doch meine Tastenbelegung. Und das sehr wichtige Todeskisten-Menü-Gedöns. Macht das auf aus. Macht es auf aus. Gewöhnt euch dran, nicht aus der Box geschmissen zu werden. Wird euch einige Male mehr den Arsch retten, als dass er euch den Arsch kostet. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich geredet habe. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich jetzt noch ein Gameplay dahinter klatschen kann. Falls es zu lange war, weiß ich jetzt leider noch nicht, wie gesagt. Sehen wir uns auf jeden Fall am Sonntag mit einem Gameplay. Ansonsten, das war's zu meinen Settings. Ich hoffe, es hat wenigstens ein bisschen Spaß gemacht und es war ein bisschen interessant. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie gesagt, wir hören uns spätestens Sonntag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr mehr von den Gameplay-Videos sehen wollt, lasst mir mal in den Kommentaren da, was ihr gerne noch sehen möchtet, außerhalb von Gameplays, was ich euch zeigen kann. Ich weiß nicht. Tipps und Tricks. Wollt ihr irgendwo Hilfe? Ich versuche mein Möglichstes, da mal ein Video drüber zu machen, einfach nur um den Kanal ein bisschen vielseitiger zu gestalten, um euch ein bisschen mehr einzubringen. Lasst mir das auf jeden Fall mal unten stehen. Gebt dem Video eine Bewertung ab. Gefällt es euch? Drückt auf Like. Gefällt es euch nicht? Drückt auf Dislike. Wie immer, ihr kennt den Spaß. Wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag mit einem Gameplay versprochen. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis dann.